Wir befinden uns hier an der wunderschönen Mühleisenorgel in Stuttgart in der Stiftskirche, die evangelische große zentrale Kirche mitten in der Innenstadt. Hauptwerk ist zweites Manual. Wir haben vier Manuale. Das kann man hier gleich erkennen an den Registern, dass das Hauptwerk sein muss. Pedal und drittes Manual. Und hier drüben haben wir das erste, also Rückpositiv. Wir haben ein wunderschönes Rückpositiv. Alles ist mit diesen grünen Bändern auch geschmückt. Und das Rückpositiv zeigt die roten Fenster und ist silbern, edel, elegant von außen. Dann haben wir natürlich das vierte und die Nebenzüge, unter anderem Winddrosseln, ganz toll. Wir haben natürlich super schöne Zungen, Walze und Schweller und sehr viele Koppeln und ein ganz elegantes, zartes Pedal, ganz nah. Wenn man hier von der Trostorgel kommt oder von anderen historischen Orgeln, egal ob barock oder romantisch, aber vor allem von historischen Barockorgeln, ist man hier in einer total anderen Welt. Alles ist hier edel, leicht, kompakt, sodass man vorsichtig sein muss, dass man nicht verrutscht. Man hat eine super tolle Setzeranlage, wundervolle Zungenbatterie und wirklich, wirklich einen herrlichen Prospekt. Vorher, vor dem Krieg, war hier eine phänomenale 80 Register Walker-Orgel von dem Original Walker-Genie. Leider durch den Krieg völlig zerstört. Wir haben jetzt hier die 81 Register Mühleisenorgel. Und zuvor, also die ist jetzt erst 10 Jahre alt, ungefähr, also 2004, ging es wohl los, aber so richtig mit allem drum und dran ist die jetzt erst seit 10 Jahren hier. Zuvor war hier eine andere Walker-Orgel, nicht die von dem Eberhard, sondern von Sohn, 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 und die haben, ja, da konnte man auch alles spielen, Reger und so weiter, es war halt etwas anstrengender, hatte auch so seine fast 80 Register und war auch sicher keine schlechte Orgel, aber hier ist jetzt nochmal ein anderes Kaliber, einfach perfekt für Reger und Konsorten.